willkommen zu einer neuen Folge Hyrule Warriors. Wir sind im Geschichtsstrang von der Schwarzen Zauberin. Und die nächste Schlacht heißt der Usurpator. Haben wir eigentlich da irgendwie was Cooles Neues? Nein, immer nur den Zepter der Zeit. Sia had conquered the land of Hyrule in the blink of an eye. And claimed pieces of the Triforce as the spoils of her victory. Intoxicated by the power of the complete Triforce, she fell further under Ganondorf's sway. At his urging, she ripped time and space open to create portals to three other eras of Hyrule's storied past. Immediately, she sensed a power emanating from the Era of Twilight. She set off to discover whether it was a resource to control, or an enemy to destroy. Okay, wir sind doch hier durch so. In die Frontenkick geraten. Wie sieht denn mit einer Oderzahntag hin? Wie soll ich da jetzt so schnell hinkommen? Also müssen wir ja mit nach rankommen überhaupt.
Ja, dann müssen wir hier unser Dings verteidigen. Wir müssen uns erstmal nur eine Basis aufbauen. Mein Ziel, dass ich das hier einnehme. Oh, da kommt er mir gleich entgegen, das ist schon mal etwas. Irgendwie so eine kaputte Kaffeemaschine. Die räumt ja echt gut auf die Kia oder Zia oder wie man das auch mal aussprechen möchte.
So, jetzt holen wir uns mit einer. Ein Herzcontainer. Nee, gar nicht. Ein Herzteil. Na gut. Wieso kommt er denn schon wieder?
Grand Prix mehr kriegen. Ein. Eigentlich müssen wir hier mal Wenn euch diese Schlacht gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo und schaut in die nächste Folge wieder rein, wenn die Geschichte weitergeht. Bis denn!